Was geht ab? Willkommen zum Flashback hier auf Mr. Trashback. Und Freunde, es gibt diese Woche mal wieder so viele Themen, dass ihr euch darauf freuen könnt. Morgen kommt direkt die nächste Ausgabe von What's Up. Fangen wir jetzt aber erstmal an. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube-News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Kartoffelsalat, der schlechteste Film aller Zeiten von Fresh Talk und mit ganz vielen YouTubern, zum Beispiel meine Wenigkeit, könnt ihr nun in einer etwas für YouTube gekürzten Version kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Fresh Talk gucken. So finde ich bestimmt neue Freunde, wenn ich mit meinem coolen Dampffahrrad hier vorfahre. Naja, vielleicht sind die Lehrer wenigstens ein bisschen netter. Kleines Gestell, Alter. Wenn ihr den Film hier allerdings sehen wollt in voller Länge, bedeutet 20 Minuten länger als jetzt kostenlos auf YouTube, dann müsst ihr dafür Geld bezahlen. Viewtechnisch läuft es schon mal richtig gut und das, obwohl der Film knapp über eine Stunde geht. Die Bewertungen und die Kommentare sagen natürlich schon viel darüber aus, wie Leute zu dem Film stehen, aber ganz ehrlich, das ist ein Trash-Film, der soll genauso scheiße sein, wie er ist. Man muss halt Trash mögen und man muss sich auf sowas einlassen können, dann kann man Spaß damit haben. Aber entscheidet selbst, wie euch gefällt. Link zum vollen Film natürlich unten in der Videobeschreibung. Der gute Dena macht einen richtig krassen Schritt, denn er teilt seine Kanäle auf. Auf seinem Hauptkanal DenaMC, auf dem er angefangen hat mit Minecraft Let's Plays, der dann zum richtigen Gaming-Kanal wurde und der ihn bekannt gemacht hat, wird es in Zukunft keine Let's Plays mehr geben. Okay. Seine gesamten Gaming-Videos wird er nun auf einem neuen separaten Kanal hochladen, der sich Dena nennt. Sein alter Dena-Kanal, der ja fast 3 Millionen Abonnenten hat, heißt jetzt Felix von der Laden. Und dann eine Frage an euch, ich weiß nicht genau, heißt ja schon länger so, ich habe da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet in der letzten Zeit. So ein neuer Gaming-Kanal, der nun wirklich auch komplett den Namen Dena trägt, hat in ein paar Stunden 100.000 Abos gemacht, was schon echt gut ist. Aber im Verhältnis finde ich jetzt irgendwie immer noch extrem wenig. Was meint ihr? Die meisten haben ihn ja kennengelernt als Let's Player, aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass der Funke noch nicht so ganz überspringt und die Leute gar nicht so Interesse gerade daran haben, auch den Gaming-Kanal zu abonnieren, was irgendwie ein bisschen weird ist. Auch sehr interessant zu sehen ist, dass die Zuschauer das echt positiv aufgenommen haben. Am Sonntag hat er nämlich einen größeren Abo-Zuwachs als sonst. Ist es also vielleicht wirklich so, dass die meisten Leute bei Dena mittlerweile seine Vlogs sehen wollen und nicht mehr die Gaming-Inhalte? Keine Ahnung, wie sieht's bei euch aus? Was guckt ihr am liebsten bei Dena? Schreibt es gerne mal in die Comments. Ab heute werde ich auf diesem Kanal nur noch Vlogs, Formate wie Ramble oder eben auch Best-of wie dieses Video hier hochladen. Alle Let's Plays werde ich deswegen auch ab heute auf einem neuen Dena-Gaming-Kanal hochladen. Und dort gibt es heute dann auch Dena Style 6.0. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe Dena zu dieser Entscheidung übrigens ein paar Fragen gestellt. Bisher kam da allerdings noch nichts zurück. Was aber irgendwie auch klar ist, erster Advent, Sonntagabend, da muss man nicht unbedingt zurückschreiben oder da möchte man nicht unbedingt zurückschreiben. Sollte noch was kommen von Dena, dann packe ich euch das gerne morgen nochmal in die WhatsApp-Ausgabe mit rein. Ich bin sehr gespannt, was seine Gedanken sind, warum er sich dazu entschieden hat, diesen Weg zu gehen und seine Kanäle zu teilen. YouTube-Gaming-Kanal PeteSmeet sollten die meisten von euch kennen und auch Peter von PeteSmeet sollte den meisten ein Begriff sein. Dieser hilft aktuell einem Kumpel auf YouTube durchzustarten. Interessant hierbei ist, das, was der Kumpel macht, ist nicht auch irgendwie ein Firlefanz, sondern das ist ein Politiker. Und der möchte mit Politikinhalten auf YouTube durchstarten. Und ich finde, das könnte sehr interessant werden. Peter hat Timo den Startschuss für seinen YouTube-Kanal auf jeden Fall nochmal ein Stückchen erleichtert und direkt dafür gesorgt, dass er eine kleine, niedliche Community hat, was echt cool ist. Timo sitzt im Europäischen Parlament und agiert aus Brüssel und Straßburg. Er möchte uns auf seine politische Arbeit mitnehmen und uns ein bisschen die Hintergründe zeigen und uns auch einfach erklären, wie so ein Politiker überhaupt arbeitet und warum die Sachen so laufen, wie sie laufen. Generell finde ich es schade, dass Menschen Politik als etwas wahrnehmen heutzutage und immer mehr wahrnehmen, als etwas, was weit entfernt ist, was ihnen nicht hilft, was sie vielleicht auch nicht wirklich verstehen. Und sowas ist etwas, was ich gern ändern würde. Und ich würde euch gerne mitnehmen nach Brüssel und Straßburg, euch Einblicke geben in das, was ich sozusagen als Politik mache, wo ich denke, Politik kann was ändern, wo Politik vielleicht auch an Grenzen stößt und würde gerne euch halt, wie gesagt, auf diesem Weg mitnehmen und mit euch in den Austausch treten über diesen Kanal hier. Und ganz am Anfang kann ich diesen Weg natürlich nicht alleine gehen, sondern brauche ein bisschen Unterstützung. Und dieser junge Mann da drüben wird mir dabei helfen. So sieht's aus. Let's go. Sind wir mal ehrlich, ist auf jeden Fall echt was Neues. Mir persönlich fällt kein Politiker ein, der so etwas macht. Und meistens sind politische Inhalte auf YouTube von Politikern ja nicht unbedingt das Interessanteste. Der Kanal sieht auf dem ersten Blick auf jeden Fall schon mal interessant aus. Und ich denke, es wird spannend zu sehen, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Ein junger Politiker, der uns zeigen möchte, wie Politik funktioniert und uns das Ganze verständlicher zu machen, finde ich einen geilen Schritt. Deswegen schaut da gerne mal rein und entscheidet für euch, ob das Ganze interessant für euch ist. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich finde es auf jeden Fall top, gebe dafür den Win der Woche schon mal weg.
Und hoffe, dass es noch sehr viele interessante Videos gibt. Vor ein paar Tagen gab es auf dem YouTube-Kanal von Julian Bam ja ein ziemlich krasses Video. Viele dachten, Ju wurde gehackt, aber ist er wirklich gehackt worden? Die Antwort ist nein, das Video war einfach nur der Startschuss zu einem ziemlich genialen 3 Millionen Abo-Special. Leute, kommt mal schnell. Gönnt euch mal das Video. Was ist das? Voll komische Titel. Alles ist geschehen. Alles ist geschehen. Wer hat das hochgeladen? Verständlich, dass viele Zuschauer erstmal verstört waren und sich dachten, hä, was passiert hier gerade? Wenn man jetzt aber das fertige Video gesehen hat von Ju, dann weiß man, warum das Ganze so ist, wie es ist. Denn anders hätte es nicht funktioniert. Es dreht sich nämlich um ein interaktives Video, im Prinzip ein Spiel in Videoform. Ihr habt Entscheidungsmöglichkeiten, müsst euch durch verschiedene Videos klicken und kommt so ans Ziel, oder eben auch nicht. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil ich denke mir einfach, das solltet ihr selbst rausfinden, ihr solltet das Ganze selbst erleben, deswegen lege ich euch das auch echt nochmal ans Herz. Ju und seine Jungs haben da wirklich wieder tolle Arbeit geleistet. Auch Link zu diesem Projekt natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber sagt mal ehrlich, habt ihr es ohne Fehler geschafft? Jetzt mal Hand aufs Herz, ich nicht. So, Zeit mal wieder ein paar Neulinge zu pushen. Viel Spaß mit dem Kanal der Woche. 2, 1, jetzt! Uhuhu, den Job! Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr immer so treu mit dabei seid. Ich gebe euch ein Herzchen von hier aus. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Schaltet morgen wieder ein zur nächsten WhatsApp-Ausgabe. Ja, sag nochmal Danke. Schöne Grüße aus Berlin, wo immer ihr auch gerade seid und zu welcher Tageszeit ihr es guckt. Ich liebe euch abgöttisch. Tschüss. Das ist so weird.